Die Kaffeekannen sind weg. Das ist aber jetzt blöd. Gut. Dann. Dr. Fred hat die Teile für seinen Chrono Wash bestimmt von hier. Wahrscheinlich. Was ist das hier? Socken. Da steckt ein Pümpel. Auch für das Wäschetrocknen muss man hier bezahlen. Ich habe nichts zum Trocknen. Der pinke Schrank sieht aus, als kommt er aus der Hochzeitsnachtsuite. Schnur, kurz. Das ist eine aufgewickelte Schnur. Dann nehmen wir sie eine mit. Eine kurze, aufgewickelte Schnur. Ja, super. Ich habe nichts zum Trocknen. Ja. War das nicht der Pullover vom Hamster hier? Gut, ansonsten gibt's hier nichts. Dann gehen wir mal wieder raus und gucken uns weiter um. Vielleicht verkleide ich mich nächstes Jahr mal als Graf Dracula. Lieber nicht, das beißt mich noch. Ich fühle mich beobachtet. Das fasse ich nicht an. Oh, du bist aber auch ein Haie. Als Kind habe ich mich oft als Geist verkleidet, um meine Eltern zu erschrecken. Das brauche ich nicht. Zu Hause habe ich ein schöneres. Ja, es ist aber im Moment nicht hier Häppchen. Der sieht lecker aus. Ich freue mich schon auf die Buffet-Eröffnung. Später. Oh. Ach, guck an, Murray. Der ist bestimmt nicht echt. Hi. Nicht gesprächig. Die Buba? Was, Strohhalme? Durch das Saugen an einem Strohhalm erzeugt man einen Unterdruck, der dazu führt, dass die ihn umgebende Luft die Flüssigkeit nach oben drückt. Aha, eine exakte Nachbildung unseres knöchernen Körpers. Spannend. Das lasse ich hier. Falls mich die Polizei durchsuchen sollte, möchte ich nicht mit menschlichen Knochen in den Taschen erwischt werden. Das ist so ein Hi-O-Pi. Aber gut. Wir haben schon wieder ein bisschen was, wir müssen jetzt nur gucken, für was wir den ganzen Gampel brauchen, den wir jetzt hier eingesammelt haben. Wir gucken mal, ob wir weiter oben vielleicht ein bisschen mehr Glück haben. Oh! Die ist ziemlich kalt. Spinat gefroren. Lass das mal den Hoagie machen. Hast doch viel zu zarte Hände für dieses Nordpolklima. Stimmt ja. Spinat gefroren. Und tschüss. Die Hochzeitsnachtsuite. Besser nicht. Oh, Alter. Besser nicht. Besser nicht. Sieht romantisch aus. Das liegt am Pink. Mhm. Fühlst du dich schwach und bist verspannt? Unser Bett massiert dich hier galant. Wir schicken deine Krämpfe heim. Wirf einfach eine Münze rein. Ja, super. Wir schließen mal die Tür da jetzt. Ne? An so etwas befestigt man seine Vorhänge. Schwupp. Eine Gardinenstange. Sieht aus, als würde sie was aushalten. Gibt's hier noch... Was? Nee. Gut. Das muss auch anders gehen. Da steht die Laverne rum. Sie ist verschlossen. Na sowas. Oh, ein Super Nintendo Mini. Was haben wir hier noch? Soundanlage? Oh, ich habe den Lautstärkeregler noch nicht zurückgedreht. Ich mache mal die Anlage an. Hoppla. Hätte ruhig anlassen können, war cool. Wenn der Fernseher ganz wäre, könnte ich jetzt etwas spielen. Ja, da steckt aber eine Bowlingkugel drin.
Die Bowlingkugel ist viel zu schwer für mich. Da muss wohl Hoagie ran. Vielleicht kann Hoagie sie tragen. Hoagie! So eine Bowlingkugel zu tragen ist fast wie Training. Sonst gibt's hier aber nichts mehr. Wie gern würde ich jetzt eine Runde Night of the Meteor spielen. Das muss auch anders gehen. Wir gehen weiter gucken. Jetzt sind die Türen alle offen. Und, ist Ed da drin? Nee, aber der ist noch da. Ein Edison. Genauso hässlich wie die anderen aus der Familie. Besser nicht. Alter, erster Hebel, zweiter Hebel, dritter Hebel. Was? Viele Knöpfe und Schalter. Viele Knöpfe und Schalter. Ein Hebel. Keine Ahnung, was er macht. Dann drücken wir doch mal den ersten. Nichts passiert. Nichts passiert. Nichts passiert. So langweilig. Ups. Huch, das Licht ist ja aus. Du Trottel, das ist der Hauptschalter für den Strom in der zweiten Etage. Wenn du hier rumspielst, funktionieren die Geräte für meine Pilzzucht nicht mehr. Ich denke, Ed hat gerade ein kleines bisschen überreagiert. Nichts passiert. Gut, also der vierte Hebel. Oh, warte mal. Edna! Hoffentlich erinnert sie sich nicht daran, wie sie die Treppe heruntergefallen ist. Mensch, Edna, das mit dir wird auch nicht besser. Oh. Das Seil stützt Ednas Fuß. Es ist fest verknotet. Von Hand kriege ich es nicht ab. Ja, für was haben wir denn hier eine Schere? Wie sagt man so schön? Wenn du die Welt retten willst, musst du ein paar alten Damen die Seile wegnehmen. So. Entschuldigung, aber es ging nicht anders. Nett. So, das mit dem in der Etage, mit dem Licht. Oh, die Pilzzucht. Die Pilze scheinen ohne diese ganzen Geräte nicht überleben zu können. Ich habe ja gewusst, dass Ed verrückt ist, aber so verrückt... Naja. Dieser Kolben eignet sich perfekt, um darin das Lösungsmittel für Dr. Freds Super-Duper-Kleber anzurühren. Das heißt, wir drücken den vierten Hebel und schalten um auf. Huch, das Licht ist ja aus. Kann ich nicht. Du Trottel! Das ist der Hauptschalter für den Strom in der zweiten Etage. Wenn du hier rumspielst, funktionieren die Geräte für meine Pilzzucht nicht mehr. Ich denke, Ed hat gerade ein kleines bisschen überreagiert. Kann ich die Gegenstände, die ich einsammle, auch weitergeben? Hey, den Kolben kann ich gut gebrauchen. Ja, ist ja super. Hier hast du ihn. Danke. Ja, perfekt. Dieser Glaskolben eignet sich perfekt, um darin das Lösungsmittel für Dr. Freds Super-Duper-Kleber anzurühren. Ja, ist doch prima. Jetzt mal eine kleine Auszeit vom Weltretten. Pixelart. Was? Hilfe! Das ist ja geil! Ich kann das Ganze in Pixel spielen. Das muss doch anders gehen. Na komm. Ich hoffe, er hat seine Briefmarkensammlung nicht meinetwegen aufgegeben. Hey Ed, altes Haus. Ja nun, ich... Moment, kenne ich dich? Na klar, ich bin Bernoulli. Ach,
du bist der Bernoulli-Versuch? Nein, ich bin Bernard Bernoulli. Ich habe dich von deiner Briefmarkenobsession therapiert. Kann sein. Ich weiß ohnehin nicht mehr viel aus dieser Periode. Mein Psychotherapeut sagt, dass mir immer mal was Traumatisches passiert, das ich verdränge. Wir haben alle unser Päckchen zu tragen. Was machst du den ganzen Tag? Seitdem meine Lieblingsbriefmarke verschwunden ist, habe ich mir ein nachhaltigeres Hobby gesucht. Du sammelst jetzt Erde? Das ist gut. Wenn dir dein Lieblingshaufen verloren geht, kannst du einfach einen neuen ranschaufeln. Nein, Pilze. Hm? Ich sammle und züchte seltene Pilze. Wie schön, das machst du gut. Danke. Ich finde Pilze lecker. Nein, ich meine, nein. Pilze sind nicht zum Essen da. Was? Du kennst doch noch gar nicht mein Ratatouille à la Bernoulli. Ich bin ein Fels. Ich bin ein großer, fester Fels. Wenn man Pilze in einer Pfanne brennt, werden sie ganz klein und schrumpelig. Auch eine Welle zupft mich nicht um. Ich bin ein großer... Am liebsten brate ich sie so dunkel, dass man sie gar nicht mehr erkennen kann. Halt, stopp! Jetzt hör auf! Entschuldigung, ich wollte dich ja nur inspirieren. Das sind alles meine Freunde. Die wird niemand essen. Du hast recht. Einen guten Freund isst man nicht. Aber so ein Pilz lebt doch auch nicht ewig. Was machst du, wenn es ihn mal nicht mehr gibt? Ich dokumentiere von all meinen Pilzen jeden Tag ihres Lebens mit Fotos und Wuchsbeschreibungen. Das sammle ich an meiner Pinnwand hier drüben, chronologisch sortiert. Es wird mein Lebenswerk. Junge, das sind ja mindestens 1000 Seiten. Ich nehme meine Aufgabe sehr ernst. Genauso wie meine Freunde, die Pilze. Wo ist denn dein Hamster? Ich weiß nicht. Er ist oft nicht mehr hier, seit ich mein Abo vom Wall Street Journal gekündigt habe. Ich mache mir Sorgen. Er trifft sich öfter mit dunklen Gestalten. Sag bloß, pass auf, dass ihn nicht noch die Polizei in die Finger kriegt. Die Typen haben fragwürdige Verhörmethoden. Woher weißt du das? Vertrau mir einfach. Ich brauche einen Pin. Kannst du mir helfen? Tut mir leid, aber Pins sind hier gerade überall ausverkauft. Oh. Der an meiner Pinwand ist der letzte, den ich auftreiben konnte. Kann ich den haben? Ruhig, Brauner, ruhig. Mach's gut. Friede sei mit dir. Zu langweilig. Hey, nimm die Finger da weg. Das muss alles schön sortiert bleiben. Okay, also der hat den Pin, den ich brauche. Und, ja. Ich glaube nicht, dass ich die Idee mag. Ich habe keine Zeit zu spielen. Ach, Menno. Nee, wollte ich doch gar nicht. Wo kam der jetzt her, da hinten? Noch eine Bowlingkugel? Die Bowlingkugel ist viel zu schwer für mich. Vielleicht kann Hoagie sie tragen. Hoagie! Nimm mal die Kugel hier. Zwei Bowlingkugeln zu tragen ist fast wie Training. Mhm. Hey, Bernard. Hallo, Hoagie. Genug geredet. Bis später. Also durchs Fenster komme ich jetzt hier wohl nicht mehr. Schade. Ich würde sagen, wir wechseln mal auf die Laverne. Und gucken mal an, was die so alles für das Lösungsmittel braucht. Ich brauche Ethanol, Benzol und Magnesium für das Lösungsmittel. Ist er nicht viel zu groß für den kleinen Stuhl? Oh, du musst dieser Ed Edison sein. Und wer bist du? Ich bin Laverne, eine Freundin von Bernard. Nie gehört. Was sind das für Pilze in diesem Zimmer? Das sind Borstenbesserlinge. Die sind mein ganzer Stolz. Die sehen toll aus. Danke. Es tut gut, das zu hören. Die meisten interessieren sich nicht für meine Borstenbesserlinge. Und tschüss. Tschüss.
Friede sei mit dir. Kann ich den Pin haben, bitte? Danke. Hey, nimm die Finger da weg. Ah, das Mann. Muss alles schön sortiert bleiben. Menno. Kann man mit ihr hier noch irgendwas machen? Ob er mich auch schlägt? Huch, das Licht ist aus. Du Trottel, das ist der Hauptschalter für den Strom in der zweiten Etage. Wenn du hier rumspielst, funktionieren die Geräte für meine Pilzzucht nicht mehr. Ich denke, Ed hat gerade ein kleines bisschen überreagiert. Ja, kann sein. So, dann gehen wir erstmal... Alter, wie die läuft. Das ist immer noch so geil. Ja, wir gehen... Wir machen mal eine Sitzung hier hinten. Aber für sie gibt's ja auch nichts. Sag mal, Bernard. Hey, Laverne. Kommst du voran? Naja, nicht wirklich. Hast du irgendwo Ethanol gesehen? Meinst du die aliphatische Substanz mit der Summenformel C2H6O? Vielleicht. Alles, was dein assoziatives Gedächtnis mit dem Trivialnamen Alkohol verbindet, enthält Ethanol. Ach so. Hast du irgendwo Benzol gesehen? Ich warte schon auf die Antwort. Benzol ist in normalem Benzin vorhanden und kann an jeder Tankstelle kürzlich erworben werden. Und wo finde ich bei Dr. Fred eine Tankstelle? Oh, das hatte ich nicht bedacht. Aber vielleicht findest du Benzin ja auch woanders. Hast du irgendwo Magnesium gesehen? Ja, ich habe neulich eine Dokumentation über Erdnüsse gesehen. Wusstest du, dass in 100 Gramm Erdnüssen durchschnittlich 176 Milligramm Magnesium enthalten sind? Damit zählt die Erdnuss zu den magnesiumreichsten pflanzlichen Nahrungsmitteln. Und wo kriege ich jetzt Erdnüsse her? Keine Ahnung. Ich hab, Bis später. Warte mal, kann ich, Ich sollte mal langsam Popos Brief in Dr. Freds Büro aufhängen. Ja. Außerdem muss ich noch einen Ersatz für den Wecker finden. Ja, Bernhard, aber kann ich vielleicht die Erdnussbutter an die Laverne weitergeben? Ja. Gardinenstange, Strohhalm. Die Strohhalme auch. Weil ich glaube, ich habe da schon eine Idee. Aber obwohl, warte mal. Nein, du bleibst... Ach, du bist doch so doof. Wieder auf die Laverne. Mir fehlen noch Zutaten für das Lösungsmittel, ihr nervt. Um den Kleber in Dr. Freds Geheimlabor loszuwerden. Oh, Herrgott im Himmel. So. Die läuft so geil. Ja. Auf Autorennspiele habe ich keine Lust. Auf Autorennspiele habe ich ja, keine ist ja Lust. Ja, ist ja gut. Ich hätte gerne den Star Wars, den Stormtrooper-Helm hier, bitte. Und das Modell von einem TIE Fighter, glaube ich. Geil. Geilo. Ja. Also, wir sind auf der Suche nach Ethanol, Benzol und... Sie ist zu. Ja, du mich auch. Rumkugel? Wieso kann ich jetzt... Alkohol. Das macht überhaupt keinen Sinn. Doch, da ist Alkohol drin. Wow, eine Rumkugel mit 80% Alkohol. Ich brauche eine Münze. Ich, Wo kriege ich denn jetzt eine Münze her? Das wird mir nicht helfen. Reise. Ich glaube nicht. Fühlst du dich schwach und bist verspannt? Ja, das kennen wir ja schon. Zahlschlitz. Auch eine Münze. Den kann man nicht mehr reparieren. Ja, den hat der Bernhard mal schön gefetzt. Wir gehen mal gerade vor die Tür gucken. Hä? Ach, guck!
Da kann man seine Hände sauber machen. Das ist ja super. Das brauche ich erst gar nicht zu versuchen. Ja, oh Lord, Laverne. Was haben wir hier?